Hey Leute, wir haben ein ja, echt krasses Thema für euch. Wir haben mal das Training von Niels van der Poel uns angeschaut. Ich würde mal sagen, das ist das absonderlichste Trainingskonzept, was ich jemals gesehen habe. Echt heftig und deswegen auch der Titel, so krass trainiert ein Olympiasieger. Der ist nicht übertrieben. Und ja, ich nehme euch mal mit in dieses ganze Trainingskonzept, was er selber auch geschrieben hat in seinem ja, Dokument How to Skate a 10K. Und the half of it, ein ganz cooler Typ auch. Das habe ich euch auch in der Infobox unten verlinkt. Da könnt ihr direkt auch mal reinschauen, weil ich habe jetzt Ausschnitte genommen und ich nehme euch mit und ich versuche auch immer, und das ist mir ganz, ganz wichtig, in jedem Abschnitt euch quasi so ein Learning mitzugeben. Also was können wir denn als ja, Average Joes, Amateure, Durchschnittsathleten einfach davon irgendwie mitnehmen für unser Training. Darum soll es heute gehen. Und deswegen springen wir einfach mal direkt rein. Also, es geht um Niels van der Poel. Das ist ein Eisschnellläufer. Eigentlich ja für uns eine Sportart, die wir gar nicht so gut kennen oder jetzt eigentlich nur im Winter immer stattfindet. Wenn wir Niederländer wären, dann wäre das was anderes. Weil das ist ja so ein bisschen die Eisschnelllaufnation. Und er selber ist Schwede. Die sind jetzt gar nicht so erfolgreich, also im Vergleich zum Beispiel zu den Holländern. Aber er ist ein absoluter Ausnahmeathlet in diesem ganzen Konstrukt und wir sehen auch gleich, warum und wieso. Also er ist dann 2012 zum allerersten Mal bei den Youth Olympic Games, Winter Games in Innsbruck, an den Start gegangen. Er ist zum allerersten Mal international aufgetaucht, war dann 2012, 2013 schwedischer Juniorenmeister, hat 2013, 2014 so ein Weltcup-Debüt gefeiert. Also eigentlich bis dahin erstmal so ein ganz klassischer oder ganz klassische Karriere oder ein ganz klassischer Karriereweg eines Spitzensportlers, der dann einfach seinen Weg über die Juniorenklasse bis in die Elite findet. Dann aber hat er seine Karriere quasi erst einmal beendet, beziehungsweise ist mal wieder gestartet, mal ein Jahr nicht, hat quasi so eine On-Off-Karriere, habe ich es mal genannt, quasi gelebt. Warum? Er hatte einfach keinen Bock mehr auf dieses stupide Training. Das ist ja ein allgemein bekanntes Problem in Ausdauersportarten, muss man ganz klar sagen. Also so teilweise im Juniorenalter, aber auch danach haben verschiedene Sportarten einfach immer eine sehr hohe Dropout-Quote. Also Schwimmen kann da, glaube ich, ein Lied von singen. In manchen Sportarten ist es natürlich auch einfach disziplinbedingt. Also wenn wir mal Richtung Turnen schauen, dann wird es irgendwann schwierig im höheren Alter, diese Leistung zu bringen aufgrund des Kraft-Last-Verhältnisses und so weiter. Aber zum Beispiel im Schwimmen hängt es dann häufig, da gibt es auch Studien dazu, mit einfach dieser Monotonie zusammen. Warum ich das hier so schon aufgegriffen habe, ist, ich glaube, das spiegelt so seinen Charakter wider und warum er dann später auch diesen extremen Weg gegangen ist, den wir uns gleich mal anschauen. Also er hat danach alles auf den Kopf gestellt und plötzlich alles anders gemacht, was ich extrem mutig und aber auch beeindruckend finde. Und am Ende war es ja auch sehr erfolgreich. Denn am Ende ist er 2022 5 und 10.000 Meter Olympiasieger geworden und hat davor gerade einmal 5 Einzel-Weltcup-Siege innerhalb dieses Zeitraumes, also auch, wo er dann quasi seine Leistung gesteigert hat, erreicht. Also eigentlich nochmal eine sehr kleine Peak-Phase seiner Karriere, wo er unfassbar erfolgreich war. Mittlerweile hat er wieder aufgehört, hat gesagt, ich habe mein Ziel erreicht, ich bin weg, ciao Leute. Und ja, ist jetzt glaube ich auch Unternehmer, versucht verschiedene Dinge aus. Und also wie gesagt, sehr, sehr interessanter Typ, der sich ganz klar auf ein Ziel konzentriert hat und versucht hat, dieses Ziel anders zu erreichen, als man das vielleicht sonst machen würde im Trainingsprozess, gerade auch innerhalb eines Verbands. Warum ich diese Biografie aber hier auch nochmal aufgegriffen habe oder dargestellt habe, ist, wir müssen jetzt eins sehen, und das ist auch so das erste Learning, was ich hier rausziehe, das ist jetzt nicht jemand, der einfach mal gesagt hat, so, ich bereite mich jetzt mal auf das Event X vor und dann werde ich Olympiasieger und mache einfach alles anders. Das wäre ja vermutlich auch ein bisschen zu einfach, sondern das ist ja jemand, der schon durchaus eine, ja, breite Ausbildung erfahren hat, so das ganz klassische Grundlagen- und Anschlusstraining, wie man das in der deutschen Trainingswissenschaft betrachten oder auch benennen. Das heißt, ne, technische Ausbildung, physiologische Ausbildung, das hat alles schon stattgefunden, weil ich würde mal gerade sagen, gerade Eisschnelllauf ist natürlich eine Sportart, die gerade auch technisch bedingt ist. Wenn ich mir überlege, mit einer hohen Geschwindigkeit da durch die Kurven zu jagen, das kann man im Fernsehen ja im Winter sich auch mal anschauen. Ja, da würde ich sagen, das muss man auch können. Ne? Ich glaube, wir sind alle vielleicht mal Inlineskate gefahren mit diesem Über, wie sagt man, Chris,
übersetzen. Dann weiß man, das ist schon gar nicht so einfach, gerade bei diesen hohen Geschwindigkeiten. Und jeder, der mal auf dem Eis gestanden hat mit Schlittschuhen, der weiß, okay, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Genau, also das einfach mal dazu. Für mich einfach ein sehr beeindruckender Athlet. Vor allem dann auch aus der Perspektive, dass er am Ende dann jetzt im Nachhinein das alles als PDF veröffentlicht hat. Sein ganzes Training, sein ganzes Trainingsdokument auch, seine Dokumentation. Wie gesagt, findet ihr in der Infobox, guckt es euch durch, lest es euch durch. Ist ein beeindruckendes Dokument, sehr unterhaltsam auch. Man merkt dann schon, okay, das ist schon ein cleverer Typ irgendwie, der hat schon andere Gedanken. Und aus dem Grund habe ich auch gleich auf den folgenden Folien immer wieder Textausschnitte genommen. Normalerweise lasse ich mir ja immer Stichpunkte einfallen, versuche Grafiken nochmal aufzugreifen. Weil ich es aber gar nicht besser übersetzen konnte, als er es geschrieben hat, habe ich gedacht, baue ich einfach mal die Textbausteine ein. Also heute ein bisschen mehr Text in den Folien, aber ich finde, er hat das, also die Texte haben es auch verdient, sozusagen gezeigt zu werden. Ganz allgemein zu seinem Trainingskonzept schreibt er einfach: The common way to approach a sport seems to acquire some certain abilities. Also kennen wir auch, ne? Wir versuchen verschiedene physiologische Größen zu entwickeln. Also VO2 Max steht da zum Beispiel, Schwelle, Technik, Mobilität, Chorstabilität und so weiter. Und er sagt dann einfach, okay, normalerweise versucht man ja diese Fähigkeiten dann als Puzzle zusammenzusetzen. Und er sagt einfach, nö, ist nichts für mich. Für mich gibt es genau zwei wichtige Sachen und das sind Competition Speed Capacity. Da sagt er einfach, okay, man muss es schaffen, eine gewisse Rundenzeit häufiger oder stabiler zu laufen als alle anderen. Das ist wichtig. Und aerobe Kapazität. Und das beschreibt er hier eigentlich als Trainingsvolumina. Also wenn man einfach mal das runterbricht, dann ist es spezifisch, rennspezifisch oder wettkampfspezifisch und großes aerobes Volumen. Und da könnten wir uns ja direkt mal überlegen, okay, hohes aerobes Volumen, das heißt, wir müssen viel erstmal trainieren und gleichzeitig spezifisch heißt, was müssen wir denn im Wettkampf können? Und dann wissen wir ja sofort, Triathlon ist nicht gleich Triathlon, denn die Spezifik im Ironman ist sicherlich eine andere als jetzt auf der Sprint- oder olympischen Distanz. Also alleine, wenn ich mir die Laufgeschwindigkeiten angucke und so weiter. Allgemein auch hier schon mal so ein kleiner Einschub. Ich habe mich über dieses ganze PDF und über die Person mit dem Olaf Alexander Buhr auch unterhalten, als wir in Göteborg waren. So irgendwie ein paar Minuten, habe ihn nach seiner Meinung zu diesem Konzept gefragt. Und dann hat er geschmunzelt und meinte so, ja, das ist jetzt gar nicht so weit weg von dem, was ich auch sehe. Oder wie er es auch sieht, also Training an sich. Weil wir wissen natürlich auch, dass die Norweger, Christian und Gustav, dass die ja auch sehr, sehr viel trainieren und dann auch immer wiederum versuchen, spezifisch zu den Anforderungen zu trainieren. Natürlich ne, messen die auch VO2 Max, Schwelle und so weiter. Das überlegen sie sich auch alles sehr genau. Das wissen wir ja auch, sammeln sehr viele Daten. Also haben da sicherlich auch nochmal einen wissenschaftlicheren Ansatz, der aber ja von Olaf gesteuert wird. Weil, das muss man auch sagen, Nils van der Poel hat sich dann selber trainiert. Das darf man ja an der Stelle nicht vergessen. Der hat auch keine großartigen Diagnostiken irgendwie immer wieder gemacht, also wenig gemessen. Er hat einfach gesagt, okay, das ist so und so mache ich das einfach. Also sehr einfach gestrickt, kommen wir aber gleich nochmal drauf. Aber was wir, also Takeaways hier von der Folie sind, spezifisch trainieren und hohes aerobes Volumen. Also so viel zum Trainingskonzept erstmal ganz allgemein betrachtet. Und jetzt, das müssen wir eigentlich, das ist jetzt so eine Detailanschau, aber wir gucken uns jetzt auch schon mal die generelle Mikroperiodisierung an, weil das ist super, super spannend. Er hat das 5:2 Programm, Trainingsprogramm quasi für sich quasi entdeckt oder für sich aufgestellt und gesagt, okay, ich trainiere 5 Tage und mache 2 Tage nichts. Und diese 2 Tage sind eigentlich eher am Wochenende. Warum? Er hat einfach gesagt, er will sein Leben, sein Privatleben dem Sport nicht unterordnen. Also, ist auch krass, ne? Also, man will Olympiasieger werden. Aber es steht ganz klar drin, ich will Party machen, ich will mit meinen Freunden Spaß haben. Er hat auch ein separates Kapitel zu Alkohol. Also, cooler Typ, also extremer Typ muss man natürlich, also absolut borderline, also entweder oder. Und man muss auch sagen, teilweise war es dann so, wenn er innerhalb dieser 5 Tage am ersten Tag keinen Bock hatte oder weniger trainiert hat, als er sich vorgenommen hat, dann hat er einfach in den nächsten Tagen einfach mehr trainiert. Also er hat einfach immer dieses Volumina
oder das Volumen einfach dann irgendwie auf diese 5 Tage verteilt, egal wie. Wir sehen gerade gleich ultra krasse Zahlen, die ich so auch noch nie gesehen habe. Das will ich schon mal vorweg sagen. Triggerwarnung sozusagen. Wer hier Angst vor großen Volumina hat, der darf jetzt gleich nicht hinschauen. Aber es ist wirklich völlig absurd. Und was er auch nochmal gesagt, er hat keine aktive Recovery, also keine aktive Erholung gemacht. Entweder war Ruhe oder Training. Er hat nichts dazwischen. Ne? Also schwarz oder weiß. Entweder Spezifik und hohes aerobes Volumen oder kein Training. Er hat auch nicht viel großartig Krafttraining gemacht, außer einbeinige Squats, weil für ihn halt Eisschnelllaufen sind für ihn aneinandergereihte Einbein-Squats bei einer hohen Geschwindigkeit mit einer gewissen Technik. So ganz runtergebrochen. Finde ich ja, so habe ich ja auch immer Laufen gesehen. Für mich ist Laufen, sind das Einbeinstände, wo ich dazwischen irgendwas mache, bei einer hoffentlich hohen relativen Geschwindigkeit. So, für mich ist mehr, Laufen auch nicht mehr im Grunde. So, das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man es mal so runterbricht. Und, wie ihr seht, der letzte Satz, I try to live a normal life. Total sympathisch irgendwie. Dann Periodisierung hat er im Grunde in 3 Hauptperioden eingebaut, auf die wir gleich auch kommen. Er hat dann eigentlich auch noch so ein Tapering, könnte man ja auch noch so als 4. Phase mit aufgreifen. Aber sagen wir mal, die Haupt-3, die gucken wir uns auch gleich an. Sein Leitsatz, warum er das so aufgebaut hat, habe ich hier in Gelb auch markiert. With great aerobic power comes a great anaerobic responsibility. Also, wenn ich einen großen Motor aufgebaut habe, mit einem großen aeroben Volumen, also anders ausgedrückt, eine hohe Belastungsverträglichkeit dann auch aufgebaut habe, dann kann ich auch anaerob entsprechendes Volumen auch trainieren in der spezifischen Phase. Ganz einfach runtergebrochen. Er hat sich nicht viel mehr Gedanken dazu gemacht. Kommen wir mal zur Aerob-Periode. Und da gehen wir nochmal ganz kurz nach rechts in den Text. Diese Periode hatte ein Ziel. Get aerobically fit. Also so viel aerobes Volumen wie möglich und so fit werden in diesem Bereich wie nur eben möglich. Weil er sagt, 10.000 Meter sind hauptsächlich eine aerobe Sportart. Ja, würde ich ihm auch recht geben. Also es ist stark aerob geprägt. So wie im Grunde ja alle Ausdauersporten der Arten, das wissen wir ja auch. Und er kann dann, umso besser er aerob ist, desto mehr anaerob kann er auch trainieren. Das wissen wir auch. Ja? Also wenn man 30 Stunden trainiert, irgendwie kann man auch mehr anaerobe Inhalte unterbringen in einer anaeroben Gewichtung. Also wenn man dann sich dann auf das anaerobe Training konzentriert. Wenn wir als Nobody, der niemals trainiert hat, anaerob trainieren, wenn wir nach einer Einheit quasi platt sein, so wie wir, dann wir trainieren schon ein bisschen mehr als wir alle jetzt hier, die ich jetzt in dem Video anspreche und mich inkludiere. Und der Chris natürlich auch. Dann wissen wir, okay, so 2 bis 3 Mal können wir sicherlich was Intensives pro Woche machen, vielleicht einmal pro Disziplin, aber dann ist es das auch gewesen. Und wir sehen auch gleich, er konnte dann vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr anaerob trainieren. Und er hat gesagt, okay, er hat hier eine gewisse Vielfalt eingebaut. Also er ist jetzt, hat nicht nur eine Sportart gemacht, sondern er ist Rad gefahren, hat Skilanglauf gemacht, hat, ich habe hier die ganzen englischsprachigen Begriffe im Kopf, hat wie heißen das nochmal, Skitouren gemacht. Hat auch zum Beispiel mal gesagt, ja, ich möchte mir so ein Ziel vornehmen, was mich mal irgendwie motiviert zwischendurch. Hat er Ultraläufe gemacht. Ja? Also völlig borderline der Typ. Ja? Hat 100 Kilometer Lauf gemacht und so irgendwo teilgenommen. Einfach weil er gesagt hat, so ja, wenn ich das so als Motivation habe, mich darauf vorzubereiten, dann gehe ich auch laufen und dann ist das auch ein cooles Ziel. Und wenn ich das schaffe, bin ich aerob fit. So ganz einfach. Und da ist ja auch erstmal nichts Falsches dran. Wie sieht jetzt so eine Woche aus? Ihr seht es ja schon die ganze Zeit. Montag 7 Stunden Radfahren bei 260 Watt. Punkt. So, das ist natürlich echt ein Brett. Was sind 260 Watt in der Leistungsklasse? Ist das sicherlich im Bereich Fatmax leicht drunter, würde ich sagen. Also das, was wir auch im Ironman-Profibereich sehen, ist dann auch hier wieder gespiegelt. Absolut extrem. Und er hat das dann, wenn ihr euch den Text durchlest, hat das dann teilweise auch nicht am Stück gemacht, sondern ist dann eben auch 2 Mal am Tag gefahren oder 3 Mal. Hauptsache, er ist 7 Stunden. Er wollte nur auf dieses Volumen kommen. Es war ihm völlig egal, wie er das macht. Ja, also auch ein interessanter Ansatz. Oder halt auch 7 Stunden am Stück. Und er schreibt auch was über Wetterbedingungen, wann er wann wie was gemacht hat. Also er ist auch dann auch teilweise auf der Rolle gefahren, aber er wollte auch so viel wie möglich draußen sein.
Nächster Tag, 6 Stunden Radfahren, 250 Watt. Also 2 Tage, 13 Stunden Training. Mic drop. So, Mittwoch, 2 Stunden Cross-Country, es ging, also Skilanglauf, plus 4 Stunden Rad, wiederum bei 250 Watt. Donnerstag, 7 Stunden bei 265 Watt. Freitag, 6 Stunden bei 240 Watt. Wirklich, also ich muss ganz ehrlich sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Selbst bei Radsportlern, also die trainieren viel mehr Programme und so weiter. Also sowas ganz klar, aerobes habe ich noch nie gesehen. Er sagt auch, er hat nichts anaerobes gemacht. Und was man auch sagen muss, er hat nichts Spezifisches gemacht. Warum, sehen wir auch gleich. Er hat gesagt, wenn ich aufs Eis gehe, dann laufe ich 30 Sekunden Runden und nichts anderes. Weil er gesagt, die Muskelaktivierung, das ganze Bewegungsmuster ist, wenn ich langsam mich auf dem Eis bewege, anders, und das will ich nicht trainieren. Ich will nur die Spezifik trainieren. Heftig. Samstag, Sonntag frei, nichts machen. Hat er auch gesagt, das hätte er aber auch gebraucht. So. Und nach der Woche, ich habe es jetzt hier nicht summiert, aber er hat mal irgendwann über 30 Stunden, sind es ja locker, kann ich mal kurz 13, 19, 26, ja, das sind 32 Stunden. Ordentlicher Energieumsatz. Er schreibt auch was über seine Ernährung, wie viel er aufgenommen hat. Er hat einfach ultra viel einfach gegessen. Also, ich weiß nicht, glaube ich, 5.000, 6.000 Kilokalorien einfach. Gut, das kann man ja hier auch einfach ableiten. Muss er auch zu sich genommen haben, sonst hätte er zu viel Gewicht verloren. Auch Gewichtsgeschichte kennen wir ja aus Skandinavien, von den Norwegern, war ihm im Grunde egal. Ne? Wichtig war, dass er genug Energie hat zum Training. Weil das, muss man ja sagen, das geht jetzt nicht noch einher mit, ach, ich versuche hier noch mal ein Kilo abzunehmen oder sowas. Weil das ist einfach, ja, das ist ja völlig absurd, was er hier gemacht hat. Einfach vom Volumen an sich. Und halt auch einfach immer nur einzelne Sportarten. Ja, also wenig irgendwie, ja, ich mache noch Schwimmen, Radfahren, Laufen, wie wir das kennen, sondern einfach, okay, 7 Stunden Radfahren, that's it. Sehr beeindruckend, aber natürlich auch sehr wirksam. Was können wir wiederum davon ableiten? Das finde ich an der Stelle, ehrlich gesagt, sehr schwierig. Weil ich könnte natürlich jetzt sagen zu euch, ja, ihr müsst einfach mehr trainieren. Aber das ist jetzt selten aus meiner Erfahrung der Limitieren oder selten das selten möglich. So. Weil bei uns ist ja der begrenzende Faktor eigentlich Zeit. Also wenn ihr 8-9 Stunden trainiert, dann ist es Regeneration. Der hat ja auch nichts anderes gemacht. Ja? Also er hat trainiert und dann hat er sich erholt und am Wochenende gar nichts gemacht. Das ist ja für uns nicht möglich. Das heißt, wir müssen natürlich schon gucken, dass wir das Volumen hochfahren. Aber, und das ist vielleicht jetzt der Unterschied schon, ich denke schon, dass wir auch andere Intensitäten im Winter schon setzen müssen, weil das einfach wie so ein Shortcut ist für uns. Das ist jetzt nicht wirklich vergleichbar mit hochvoluminösem Training, aber ich finde, oder meiner Meinung nach, ist das der Unterschied zwischen Age-Group-Training und Profi-Training. Profis können einfach nochmal deutlich mehr Volumen trainieren, weil sie sich, also A, weil sie Zeit dafür haben, das ist Punkt ganz einfach, und Punkt B, weil sie sich besser davon regenerieren können. Weil ich meine, wie wollt ihr 7 Stunden am Tag trainieren? Also, wenn ihr schon 8-9 Stunden arbeitet, wird schon eng. Ja. Dementsprechend bleibt das den Profisportlern überlassen. Schwellenperiode. Da hat er dann das Volumen etwas ein bisschen runtergefahren. Das Ganze dauerte 10 Wochen, auch echt heftig. Und ihr seht dann schon so Programme, die gucken wir uns gleich nochmal auch genauer an. Er hat sowas wie 6x8 Minuten gemacht, bis aber 4x30 und 6x15 Minuten Schwelle. Also richtige Hammerprogramme, wo ich auch sage, okay, also viel mehr geht da auch nicht. Warum? Er hat sich an 4 Millimol orientiert. Also hat das mit Laktat gesteuert, wieder Skandinavien, ne? Sehr kontrolliert. Und ich sag mal so, 4x30 Minuten bei knapp unter 4 Millimol, das ist so das Letzte, was ich eigentlich machen will, so, weil das ist einfach richtig, richtig heftig. Also das sind einfach Programme, wo man sagen muss, so, boah, also davon muss man sich auch erstmal erholen, und dabei musst du natürlich auch unfassbar viel zu dir, Energie zu dir nehmen und dich dann auch wieder davon erholen, weil wir sehen gleich, die Programme hat das mehrfach pro Woche gemacht. Das ist nicht irgendwie on-off-day, sondern drauf. Also eins ist klar, wenn ich die Intensität erhöhe, also den Energieumsatz pro Zeit, dann muss ich das Volumen kürzen. Ansonsten wird es einmal zusammenbrechen. Und er schreibt auch, ich wollte das jetzt nicht so überbordend im Vortrag hier machen, aber er beschreibt auch ganz klar, wie er mit Übertraining umgegangen ist und dass das echt auch immer Borderline war. Also er hat dann schon Erfahrungen gemacht, okay, so weit kann ich gehen und so weit kann ich eben nicht gehen. Er schreibt das auch, jetzt muss ich da mal ganz kurz gucken,
dass er irgendwie, genau, er hat mal mehr als 8 Stunden pro Woche Schwellentraining versucht und sagte aber, das hat, war always backfired. Also, ne, da sehen wir, das hat dann nicht mehr funktioniert vom Gesamtload. Ne? Also da hat er dann schon sehr klar auch einfach quantifiziert oder quantifizierend feststellen können, okay, bis hierhin und nicht weiter. Gucken wir uns aber mal das Programm an und dann seht ihr, das ist der Wahnsinn. Also wiederum 5:2, Wochenende, nichts gemacht. Und dann war jeden Tag 5 Stunden, 5x5, 25 Stunden. Und dann seht ihr, es war eigentlich immer so ein gleiches Warm-up, also 5 Minuten 200 Watt, 6 Minuten 260 Watt und dann kommen die Programme von 4x30, 5x20, 6x15, 4x20, 9x10 bei ja, 400 irgendwas Watt. Also der hat auch eine extrem hohe Schwellenleistung. Also der Typ muss auch einfach einen Motor haben. Unfassbar. Und den Rest, der dann übrig geblieben ist an der Zeit, hat dann nochmal 220 Watt. Also ich würde mal sagen, bei ihm einfach unteres Lid. Gleichzeitig aber auch bei einem Energieumsatzkompromiss. Ich habe ja schon mal so ein Video gemacht, warum Profis nicht einfach ohne Ende einfach immer höher trainieren können, weil der Kohlenhydrat-Turnover zu hoch ist. Und deswegen da einfach nochmal aufgefüllt, dass er auf die 5 Stunden kommt. Aber Programme wie 4x30 Minuten, 5x20 und so weiter, echt heftig. Aber es ist konsequentes Schwellentraining. Mit Laktat überprüft und so weiter. By the way, auch ganz interessant, er hatte beschreibt auch immer, dass er immer ein bisschen Magen-Darm-Probleme hatte und so weiter. Und deswegen auch mit Morten kollaboriert. Hat dann auch noch was anderes genutzt, steht auch in dem Artikel. Kommen wir aber demnächst drauf, könnt ihr mal rein. Wer da mal genau liest, kann das ja mal kommentieren. Ob er da was findet, was vielleicht neu ist demnächst. Genau. Und mit kurzen Pausen wiederum, also im Vergleich zu den Belastungszeiten der Intervalle, also 10:3, jetzt bei 10 Minuten, oder auch 30:5, das ist ja auch nochmal ein schöner, also ne, 6:1, ist schon nochmal ein Unterschied von der Belastungs- zur Pausendauer. Also, meiner Meinung nach echt heftige Programme. Ich kann mir vielleicht vorstellen, sowas wie 6x15 einmal zu machen, aber dann falle ich wahrscheinlich auch vom Rad, selbst wenn ich es mit Laktat steuere, weil es einfach so ein hoher Load ist. Und da musst du einfach extrem viele Kohlenhydrate überhaupt reinkriegen und Energie reinkriegen, ansonsten kannst du solche Programme nicht überleben. Ja. Was können wir hier rausnehmen, wenn wir die beiden Perioden mal miteinander vergleichen? Dann war es ein Schwerpunkt auf aeroben Training, wo nichts anaerobes war und jetzt wirklich volle Konzentration auf Schwellentraining und den Rest halt nur noch mit Lit auffüllen. Sehr, sehr spannend. Also das ist im Grunde ja Blocktraining. Ja, also ich überlege mir einen Schwerpunkt und den trainiere ich. Und das ist halt wieder dieses total klare, formulierte Ziel in einer Periode für 10 Wochen. Das will ich trainieren, das will ich verbessern. Das kann ich dann auch überprüfen. Wir sehen das am Ende auch. Er hat es gesagt, okay, keep it simple, ansonsten kannst du nicht mehr überprüfen, was hatte welchen Einfluss. Und er hat zum Beispiel auch gesagt, dieses ganze Stretching, Core Work, Kraft und so weiter hat er minimal gehalten, quasi gar nicht gemacht, weil es ihn nicht interessiert hat, weil er ist der Meinung, dass es eigentlich besser macht. Also er hat gesagt, warum soll ich meine Kniebeuge um so und so viel Prozent verbessern, wenn es mich auf dem Eis nicht schneller macht. Aber eine Schwelle, also eine aerobe Leistungsfähigkeit, die höher ist, die macht mich schneller. Und, das habe ich noch gar nicht gesagt, er sieht einen ganz, ganz großen Übertrag vom Radfahren aufs Eisschnelllaufen. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil man könnte ja fast schon denken, er wäre ein Radsportler mittlerweile, jetzt, wenn man die Sachen hier sieht. Er sieht jetzt einfach einen ganz großen Übertrag, weil er sagt, okay, ich will einfach eine aerobe Maschine bauen. Auf dem Rad kann ich das am besten, also besser als natürlich im Laufen zum Beispiel, weil ich da nicht den Impact habe. Und wenn ich einfach einen riesen aeroben Motor habe und eine hohe Schwellenleistung, bin ich auch ein besserer Eisschnellläufer. Ganz einfach. Also richtig konsequent. Die spezifische Phase beginnt jetzt und da seht ihr dann, was ich eben schon mal gesagt habe, okay, dann ist er aufs Eis gegangen, dann hat er gesagt, das sehen wir hier, er hat nur Race Speed gemacht, also Race Pace und er hat gesagt, okay, er wollte jetzt nicht großartig seine Beine ermüden und deswegen will er sich einfach auch darauf konzentrieren. Also entweder war es Race Speed oder er hat locker trainiert auf dem Rad. Das war's. Wie sieht das aus? 10K-Session und die habe ich rechts dann auch mal aufgelistet. Also er hat auf dem Fahrrad hat er sich aufgewärmt, noch nicht mal auf dem Eis. Dann 3x8 Runden bei 30 Sekunden, also pro Runde. Das ist die Zielstellung, weil er gesagt hat, okay, dann ist man der Beste der Welt, wenn man 30 Sekunden Runden laufen kann. Dann mit 2 Sekunden Pause, also 1 Minute 20 Rest.
Und danach wieder 30 Minuten Rest. Dann hat er so ein bisschen Rad, die Beine gelockert, schreit ein bisschen fast zum Stretching. Und dann zweite Sets. 3x8 Runden bei 30 Sekunden. That's it. Und dann jetzt quasi Nachmittagssession war dann immer lockeres Lit. Also ganz easy für ihn ja bei 210 Watt. Also wenn man Schwelle bei ungefähr 400 Watt hat, dann ist das ja, sagen wir mal, knapp 55 bis 60% FTP. Also sehr, sehr entspannt, wenn ihr das mit euren Werten mal vergleicht. Ist im Grunde eigentlich nur Laktat abbauen und Bloodflow, also Durchblutung. Und das war's. Und dann wieder gleiches Schema, am Wochenende frei. Ja. Und auch hier ist nicht großartig Variation reingebaut. Einfach das trainiert, was er trainiert mit. 30 Sekunden laufen, nichts anderes. Was ist jetzt vielleicht ein Fazit? Was sind die Learnings und wie kann man das Ganze diskutieren? Er hat das KISS-Prinzip angewendet. Keep it simple, stupid. Kennt man ja, ne? Also keep it simple. Wie Mario auch mal sagt, ihr Kollege von der Coaches Corner, die Basics richtig machen, sich darauf konzentrieren. Und ich will es einmal zitieren. My training program was very simple and therefore very robust. Das stimmt, ne? Also man, da gibt es keine große Variation. Man weiß ganz genau, was man machen muss. It was cheap and reliable. Auch wichtig, ja? Also er musste jetzt nicht großartig noch dahin fahren und das machen und nicht noch das Gadget kaufen und keine Ahnung was, sondern es war sehr, sehr klar, was zu tun ist und das, was er da trainiert hat, könnten wir ja auch sofort nachtrainieren, weil dafür brauchen wir jetzt auch nicht viel. Not fancy nor extraordinary. I tried to involve things that I could not control. I tried not to involve things that I could not control. Das habe ich eben schon mal angedeutet. Umso mehr Reize ihr dem Körper gibt, desto weniger wird es für euch kontrollierbar, was denn euch wirklich besser macht. Und deswegen hat er auf ganz viele Dinge verzichtet. I did not become reliant on equipment that I could not easily access. Ne? Also irgendwelche diagnostischen Sachen, da hat er gesagt, okay, habe ich keinen Zugang zu, streiche ich. Total konsequent. I did not make plans that I did not understand. Ja, er ist jetzt kein Sportwissenschaftler, er weiß jetzt nicht, VO2max, Schwelle, dies, jenes, Fatmax, sondern ich weiß, was ich können muss. 30 Sekunden kann ich mit der Stoppuhr messen. Das mache ich. I did not follow a culture of buying a bike too expensive to bring about into the rain. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Also teure Räder müssen schon sein. Nein, Quatsch. Also ich habe jetzt leider, muss ich nochmal recherchieren, könnt ihr auch nochmal machen. Vielleicht hat da jemand einen Link, der kann ja mal gucken, wie er dann Fotos vom Training, vielleicht hat er wirklich aus so einem alten Ergometer trainiert, also in einem dunklen Raum vor einer weißen Wand, wer weiß es schon. To me speed skating, und jetzt kommt das, was just a one-legged squat repeated over and over during maximum heart rate. Ja, ich meine, das ist ja der Punkt, ne? Wir können, ich sage das ja immer wieder bei Technikübungen im Schwimmen, die Leute können den hohen Ellbogen schwimmen, die können Faust schwimmen, die können den Hund, die Ente und alle möglichen Übungen. Und wenn es darum geht, schnell Kraut zu schwimmen, könnte es nicht. Also vielleicht sollte man das ja einfach mal trainieren. Ist natürlich, nochmal, er hat das ja gelernt, Grundlagenausbildung, ich will das jetzt hier nicht wieder vermischen, der war ja schon sehr, sehr gut, der war ja schon im Weltcup und so weiter. Da wäre er ja jetzt nicht hingekommen, wenn man ihm zum allerersten Mal diese Eisschnelllaufschuhe so rum gegeben hätte und gesagt, okay, jetzt trainieren wir dich auf dem Rad und dann gehst du mal aufs Eis und zeigst mal, wie das geht. Das ist ein bisschen zu einfach. Aber was wir daraus lernen können ist, schaut euch an, was ihr können müsst. Also wenn ihr lange Zeit in der Aero-Position beim Ironman trainieren, das leisten müsst, eine gewisse Leistung, dann muss das auch irgendwann mal trainiert werden. So, also viele Leute haben sich ja auch, da wollte ich eigentlich auch noch ein Video zu machen, habe ich dann immer gedacht, ach nee, muss auch nicht sein, gab es auch, glaube ich, jetzt schon zwei Videos zu, haben ja viele Leute sich gewundert, eine Woche vor dem Ironman, glaube ich, war das, oder 10 Tage davor, haben ja Gustav und Christian Chris, du erinnerst dich wahrscheinlich noch, diese brachiale Einheit gemacht mit, ich weiß nicht, 120 Kilometer oder 150 Kilometer auf dem Fahrrad, Race Pace und danach noch 40 Kilometer nochmal ein Race Pace. Und da haben ja ganz viele gesagt, okay, jetzt haben sie zu viel gemacht, jetzt haben sie sich abgeschossen. Na, haben wir uns Lügen gestraft? Also ich habe das nicht gedacht, weil ich habe mir gedacht, das macht der Olaf nicht, das werden sie sich schon überlegt haben. Aber sie trainieren auch das Spezifische und das ist ja wirklich dann Endstufe der Spezifik. Ja, also wenn ich fast schon das trainiert habe, was ich dann eine gute Woche später oder wann das war, leisten muss. Sehr, sehr spannend. Ne? Also ich versuche auch zum Beispiel mit Felix immer wieder spezifische Sachen auch einzubauen oder mit jedem Athleten oder mit jeder Athletin, die ich betreue. Aber nicht in dieser Konsequenz vielleicht auch, muss man auch mal selbstkritisch sagen. Das ist sicherlich noch ein bisschen Potenzial. Und wir sollten da vielleicht auch manchmal
auch wieder ein bisschen Selbstkritik, ein bisschen weniger Physiologie als vielmehr Spezifik. Und, oder von mir aus auch Physik, so wie Odaf das auch dann auch damals im Interview gesagt hat, sehen. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz spannende Sache. Also, it was all just very simple and I kept it that way. Coole Geschichte und da können wir uns einfach mal überlegen, was wir daraus machen. Und deswegen, ich würde mich freuen, wenn wir hier eine richtig coole Diskussion in den Kommentaren starten könnten. Schreibt mal eure Meinung dazu. Lest euch das auch noch gerne nochmal durch. Wie gesagt, Link findet ihr in der Infobox unter dem Video. Gebt ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Es war mal ein bisschen anderes Video mit viel Text, aber ich fand die Texte so cool, wie gesagt, dass ich dachte, okay, die muss ich mit reinbringen. Und mich hat es unfassbar begeistert, mal was Neues zu lesen, muss ich auch ehrlicherweise sagen, weil, wie ihr euch vorstellen könnt, lese ich ja irgendwie mehrfach irgendwie fast ähnliche Dinge, Studien über Intervalle, neue Intervalle, wie kann man sie besser gestalten und so weiter. Wir machen uns hier viele Gedanken, aber mal einen ganz anderen Ansatz, der dann auch noch sehr erfolgreich ist zu lesen, fand ich sehr erfrischend und ich hoffe, euch geht es auch so. Wie gesagt, haut eure Meinung in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es ja jetzt aber allerhöchste Eisenbahn. Bis demnächst. Ciao, ciao.